Liebe Leute, weiter geht's hier mit Two Point Campus. Seelsorge ist ja mittlerweile abgeschlossen. Das freut mich total und funktioniert auch mittlerweile ganz gut. Wir haben zwar eine riesige Schlange eher hier bei dem Omni-Heiler, aber hey, das sind alles Sachen, die kriegen wir hin. Apropos Omni-Heiler, den müssen wir noch uns upgraden. Zack, Omni-Heiler Stufe 3, damit das alles noch schneller vonstatten geht hier. Und auch sonst bin ich eigentlich mit unserem Campus hier recht zufrieden. Klar, viele Sachen können wir noch machen, viele Sachen sollten wir vor allen Dingen auch machen. Aber da bin ich ganz optimistisch, dass wir das alles hinkriegen. Wir werden mal unseren Bereich hier ein bisschen erweitern. So. Ja, wir verkaufen mal die Objekte hier. Und dann werden wir sie auch mal verkaufen. Dann passt das hier doch nicht so hin, wie ich es mir gedacht hatte, aber kein Problem. Das kriegen wir alles hin. So. Den Bereich nehmen wir hier erstmal so mit, wie er ist. Und die Fenster müssten wir hier auch verkaufen. So. Und dann habe ich hier schon eine recht wahnwitzige Idee. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Ich überlege nämlich schon die ganze Zeit, dass wir einen Aufenthaltsraum bauen. So. Dann einmal die Tür hier in der Mitte. Und wir müssen auf jeden Fall hier noch irgendwie dann ein paar Toiletten mit reinbringen. Aber da habe ich, wie gesagt, auch schon alles eine Idee. Also, wir werden jetzt den Aufenthaltsraum hier bauen. Mal gucken, ob wir das mit 79.000 auch gut hinkriegen. Der Aufenthaltsraum. Fangen wir mal an mit einem Kühlschrank. Und wir gestalten das Ganze hier mal ein bisschen in Rot. Ein Spülbecken. Eine Ablagefläche. Und eine Mikrowelle natürlich. Beziehungsweise, zack, die Mikrowelle werden wir mal hier so hinmachen. Und gerne nochmal. Und die Ablagefläche hätte ich gerne nochmal hier. Dann Mülleimer. Und jetzt muss ich mal überlegen, wie bauen wir das Ganze hier? Ich hätte gerne nochmal einen Kühlschrank hier drüben. Und jetzt bin ich ja überlegen, dass wir so eine Automatenhalle hier quasi machen, so eine richtige Fancy. Mal gucken, ob das jetzt nicht zu warm wird hier. Mit den Heizkörpern. Kulinarische und die reale Welt haben viel gemeinsam. Essen trinken haben wir jetzt gemacht. Wir machen mal diesen Milchshakes-Dingsbums-Automaten hier. Und nehmen wir noch diesen dieses Menü, dieses Buffet nenne ich es jetzt mal hier noch. Sitzen. Ein unerwartetes, gefährliches Vergnügen, das in der Mitte noch einmal, etwas kalt war. Zweimal, dreimal. Ja, wir testen euch. Ja, recht großzügiger Sitzbereich, aber ich glaube, das ist ganz gut. Hier nehmen wir auch so eine bräunliche Bank oder nehmen wir da lieber eine grüne? Die grüne finde ich hier viel cooler. Die grüne finde ich hier viel cooler. So. Passt auch passend zum Sessel hier. Das ist okay. Dekoration. So ein Candy-Tischen machen wir hier noch. Ja. Und dann ein bisschen Unterhaltung hier noch. Jetzt wird's interessant.
Die Arcade-Tische. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Ja, das finde ich ganz nett. So eine Partystation. Eindringlinge gesichtet. Ihr wisst, was zu tun ist. Dann Ghetto Blaster könnten wir hier hinten mit reinbringen einfach. Dazwischen, das finde ich ganz cool. Eine Dartscheibe. Und der Fernseher, der passt hier auch, glaube ich, noch mit rein. So, das haben wir. Ein Kicker würde ich gern mittendrin setzen, oder? Schwierig. Oder wir machen diese Partystation hier ein bisschen weiter drüben hin. So. So finde ich das ganz gut. Assistent in die Bibliothek, bitte. Danke. Ja. So wird ein Schuh draus. Das ist eine richtige Partyhölle hier. Eindeutig. Eindeutig eine Partyhölle. Dann brauchen wir jetzt aber noch Dekoration. Das bleibt uns nicht erspart. Wir können höchstens gucken, dass wir jetzt hier noch ein paar Teppiche mit dran setzen. Kann der Bildschirm mal aufhören zu wackeln? Das ist ja grauenvoll. Und hier passt er eben nicht hin. Nee, das sieht komisch aus. Das sieht komisch aus, wenn wir da keinen Teppich haben. Dann nehmen wir mal den Teppich hier. Na, no, passt auch nicht. Eine unschlagbare Kombination. Milchshakes sind eine große Tradition. Sie liegen uns einfach im Blut. Ich musste sogar mal behandelt werden, nachdem ich ein Dutzend Shakes verzehrt hatte und der Eiscreme-Gehalt meines Blutes auf 60% gestiegen war. Das sieht hier aber komisch aus. Gelacht. Die müssen wir echt händisch hier umsetzen, die Teppiche. So. Wir haben hier ganz viele Aufgaben, die ich jetzt total nicht beachte. Wir lassen es erstmal so. Attraktivität müssen wir uns so erhöhen. Gucken wir, ob wir ein paar Poster oder sowas hin machen können. Studierende mit seelischen Problemen sollten die Studienberatung aufsuchen. Machen wir einfach noch ein paar Poster hier so zwischen. Das passt nicht. Ja, sieht schon besser aus. Aber noch nicht so ganz, wie ich es gerne hätte. Ja, schon ein bisschen besser. Hier können wir die Wimpel nicht hinpacken. Das für ein Mist. Machen wir eine Regenbogenflagge hier noch mit hin. Und... Ach komm, in der Mitte setzen wir uns jetzt einen Weihnachtsbaum hin. Zack. Hausmeister zum Abfall. Wer kennt das nicht? Mitten im Weltraum. Anders geht's nicht. Eine Jukebox wird benötigt im Studierendenzentrum. Wir haben nicht ein Studierendenzentrum. Annehmen. Gesundheitsinspektion sieht ganz gut aus. Ein Weltraumhaustier wird benötigt. Das Objekt platzieren wir. Ungültiges Zimmer. Oh, das geht echt nur in den Schlafsälen. Erinnerung an alle Studierenden. So, wird ein Schuh draus. So, dann probieren wir das mal.
Muss ich jetzt bei allen das reinsetzen? Ach du heiliger Strohsack, ich glaube ja. Du willst dir eine Stange Geld verdienen? Aber die Börse macht sich aber besser, wenn der Bildschirm nicht wackelt, kann ich euch jetzt schon sagen. Investiere in Bungle Coin. Genau wie andere. Dann schauen wir mal, dass wir das jetzt hier wirklich überall reinpacken. Ich könnte natürlich auch jetzt wieder die Räume löschen. Und dann einfach den Raum kopieren, den ich jetzt hier schon habe mit dem Wildraumtier. Man könnte. So, Bilanz sieht eigentlich an sich ganz gut aus, aber wir brauchen noch einen Hausmeister. Oder zwei. Wir holen uns mal den hier. Und ganz wichtig, kein Abbau. Und dann holen wir uns mal noch einen Hausmeister. Was ist mit dir? Schlechte Körperhygiene, Toilettenkomfort sinkt langsamer. Was ist mit dir? Toilettenkomfort sinkt langsamer als beim durchschnittlichen Nehmer. Zack. Und kein Abbau. Du machst aber nochmal eine Weiterbildung in Security. Zack. Und Bilanz sieht immer noch ganz hervorragend aus. Super. Wir haben jetzt hier unseren Aufenthaltsraum. Da können wir jetzt demnächst Partys planen. Sieht auch ganz gut aus. Sehr schön. So muss das sein. Bevor wir aber jetzt Partys planen und das Jahr zu Ende ist, werden wir noch ein paar Upgrades fahren. Hallo, ich hätte gerne dich. Sozialsimulator, der macht schon. Den haben wir schon eigentlich ins Upgrade geschickt, ja. Das ist schon alles. Das auch, das auch, das auch, das auch. Es war wirklich bloß noch die beiden hier hinten. Okay, dann hoffen wir mal, dass das jetzt zeitnah funktioniert. Das wäre total knorke. So, und eigentlich könnten wir jetzt hier hinten auch noch ein bisschen in der Bibliothek arbeiten. Das machen wir gleich. Wir haben noch so viel Geld. Wir müssen noch ein bisschen dekorieren, bauen und so weiter und so fort. Das müssen wir machen. Da werden wir nicht drum herum kommen. Wir können ja auch noch ein paar unserer Mitarbeiter in die Weiterbildung schicken. Ja, die haben ja alle inspirierende Reden. Dann könnten wir starten damit, dass sie alle eine Stufe höher sind. Stufe 2 ist schon. Weiterbildung starten. Zack. Alle mal hier eine weitere Stufe. So muss das sein. Das hier sieht alles ganz gut aus. Du kriegst noch eine Weiterbildung in Seelsorge. Und der Rest hier kriegt komödiantisches Timing. Ricky Hawthorne bei Two Point Radio. Ich bin ein großer Fan der Yeti-Cuisine. Ja, unsere nördlichen Nachbarn kennen sich wirklich in der Küche. Zack, das haben wir. Du kriegst noch Bibliotheksverwaltung. Über fünflagige Sandwiches bis hin zu den tollsten Pies. Kalte Hände. Und auch der Rest hier. Du kriegst komödiantisches Timing. Traditionelle Füllungen und du kriegst glückliche Gedanken. Die volkstümliche Küche vom Volk der Yetis sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann haben wir hier noch Instandhaltung. Beziehungsweise Mechanik, besser gesagt. Das sollen die auch noch können. Hier auch noch Mechanik. Und hier auch noch Instandhaltung. Zack, dann haben wir überall auf jeden Fall. Also jeder alles. Beziehungsweise Spezialisierung auf Security oder halt auf Abbau. Sehr schön. Es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. Sehr schön. Wir brauchen auf jeden Fall aber auch noch ein paar Toiletten und sowas hier alles. Das machen wir mal hier hin. Und hier auch noch eine Toilette. So. Sehr schön. Sollten wir genug haben. Neues Forschungsprojekt können wir noch starten.
Vor allen Dingen für Geld. Zack. Ja, es herrscht reger Andrang hier im Seelsorgezimmer, das weiß ich. 5 Leute warten. Neues Jahr. Dann gucken wir uns mal die Auszeichnung an. 17 haben den Abschluss geschafft, 66 bleiben im Studium. Das klingt doch gut. Wir sind Herzblatt Campus. Mein Gott, bei uns ist Liebe groß geschrieben. Forschungsbeitrag, Dozent des Jahres, Auszeichnung Campus des Jahres. So muss das sein. Sieht doch ganz gut aus. Es wird ein galaktischer Spielautomat sich gewünscht. Na, müssen wir mal gucken. Und ein Karriereziel haben wir erreicht. Insgesamt 20 Mal das Herzblatt. Die Herzblatt-Auszeichnung gewonnen. Sehr schön, holen wir uns ab. So muss das sein. Und wir brauchen einen Humanwissenschaftsdozenten fürs neue Jahr. Dann gucken wir mal, dass wir erstmal ein bisschen aussortieren. Sieht ganz gut aus. Bewegt sich langsamer als der Durchschnitt, auf gar keinen Fall. Bewegt sich schneller als der Durchschnitt, kommt in die eigene Auswahl, lässt Müll fallen. Hervorragende Körperhygiene, lässt aber sich mit dem Durst ein bisschen, naja. Komm, mach mal weg. Nimm dich. Keine Forschung, keine Nachhilfe und du kriegst auch gleich die Weiterbildung in inspirierende Reden. Zack. Sehr gut. Okay. Das haben wir. Hier hinten sind auch Toiletten und so weiter und so fort. Dann würde ich sagen, probieren wir es weiter. Was ist denn hier eigentlich los? Warum macht denn hier keiner was? Grauenvoll. Hier hinten, die Fressmeile nimmt langsam Gestalt an. Gibt es denn noch ein paar Leute für die Fressmeile? Was ist mit dir? Bewegt sich langsamer? Auf gar keinen Fall. Alles nicht so die Leute, die wir gebrauchen könnten. Bei den Hausmeistern überlege ich jetzt gerade nochmal, welche einzustellen. So. Probieren wir's. Wir könnten ins neue Studienjahr starten. Wir brauchen aber noch ein bisschen, weil ich gerne jetzt hier die Bibliothek noch schöner hätte. Dafür möchte ich aber gerne ein bisschen Ruhe haben. So. Ich hätte gerne Fensterfront auf jeden Fall da. Beziehungsweise, wie sieht es denn attraktivitätstechnisch hier aus? Ja, ganz schlimm. Da ist ja nichts drin. Spaß. Großer Denker. Aha. Den könnten wir hier reinsetzen. Dann setzen wir den mal rein. Was haben wir noch? Kann man noch was freischalten? Nee. Dann gucken wir mal. Wärme war ja hier drin jetzt in Ordnung, oder? Ja, einigermaßen. Das können wir so lassen. Attraktivität müssen wir aber erhöhen. Ich möchte gern weiterbauen. Ich war noch nicht fertig hier. Ich habe da so eine Idee. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Erstmal werden wir da was hinsetzen. Da hatten wir jetzt schon die Büsten. Hier setzen wir auch nochmal welche hin. So. Das Gehirn passt ja auf der anderen Seite auch hin. Und dann setzen wir da auch nochmal welche hin. Von den Regalen hier. Zack. Jetzt müsste es schon wesentlich besser aussehen. Ja, sieht es auch aus. Mülleimer fehlen. Dann gucken wir mal, dass wir die Mülleimer erstmal noch setzen. Wo ist es denn? Da ist der Abfalleimer.
Einmal neben der Tür. So. Beziehungsweise, die könnten wir ein bisschen näher hier ransetzen. So. Zack. Das sieht doch ganz gut aus. Dann aber trotzdem immer noch mehr. Das reicht nicht. Jetzt sehe ich leider nicht, wie rum ich den machen muss. So rum. Kriegen jetzt überall Quietschenten hier rein. Und warum? Weil ich es kann. So, das auch noch ein bisschen drehen. Sehr schön, das haben wir also auch. Super, dann Dekoration können wir noch weitere machen. Was haben wir noch Feines zur Auswahl? So eine Vitrine finde ich auch mal ganz hübsch. So. Jetzt sollte der Raum aber echt extrem gut sein. Guckt euch das an. Attraktivität ist in diesem Raum hoch. Das haben wir. Hier Attraktivität könnten wir auch noch ein bisschen machen. Dafür müssen wir bloß hier wieder ein wenig umdekorieren, weil das natürlich nicht so funktioniert, wie ich mir das denke. Und ein paar Poster. Na, wo ist das jetzt? Jetzt habe ich gerade überlegt. Da ist er. Und ich glaube, das war ja erst der und dann der. Ja, geht. Sehr schön. Attraktivität auch hier in die Höhe. So muss das sein. Dann können wir das so lassen. Sehr schön. Dann haben wir das auch fertig. Sehr schön. Und wir werden jetzt weitermachen. Ja, Toiletten werden benötigt hier überall. Wir könnten hier unten auch nochmal Toiletten hinstellen. Das machen wir. Da kopieren wir einmal den Raum. Zack. Und den auch nochmal kopieren. Zack. Dann haben wir da auch wenigstens gleich den Raum hingesetzt. So, wie viel haben wir denn fürs nächste Jahr? 99. Passt also mit unseren 100 Schlafplätzen. Das ist in Ordnung. Wir werden jetzt noch ein bisschen dekorieren hier. Da fehlt mir hier drinnen noch ganz viel Zeugs. Das würde ich gerne noch machen. So. Das haben wir. Clubs können wir natürlich auch irgendwann noch mal hier reinbringen. Ich habe eine Idee. Wir machen einen Club, machen wir rein.
zwar den Bücherclub. Den machen wir rein. Den setzen wir rein. Jetzt muss ich bloß überlegen, wo wir den hinsetzen. So. Den Buchclub machen wir rein. Dann brauchen wir den Bücherwurm. Den setzen wir hier hin. Beziehungsweise könnten wir den auch hier vorne hinsetzen. Einmal hier einen Bücherwurm. Einmal hier. Und hier hinten hätte ich auch gern einen. So, das haben wir. Ein großes Buch. Passt hier noch eins irgendwo hin? Da setzen wir noch einen hin. Und die Bibliothek hier in der Mitte. Da. Ja, der Rest ist noch nicht so ausgereift. Hier können wir noch einen hinsetzen. So. Ich mache deswegen den rein, weil dadurch, durch den Buchclubstand, die lernen schneller die Mitglieder. Dadurch kriegen wir bessere Noten auf jeden Fall und mehr ERF-Bonus. Deswegen habe ich jetzt mich für den Buchclubstand entschieden. Beim Rest würde ich jetzt erstmal sagen, nee, machen wir nicht. Wir könnten natürlich jetzt hier auch noch die Zeittourismus-Club irgendwie mit reinbringen. Das unterhält noch die Studenten, aber es bringt uns nicht wirklich viel, muss ich sagen. Also wir brauchen jetzt eher Leute, die ein bisschen lernen, die ein bisschen mehr was tun, damit wir auch wirklich diese Note A+ hier kriegen. Das ist eher, glaube ich, das, was sinnvoll ist. Mal gucken, ob uns das in der nächsten Folge wirklich jetzt hilft. Ich bin sehr gespannt. Ich denke schon. Und dann freue ich mich, wenn wir beim nächsten Mal uns auch wiedersehen. Und bis dahin, gabt euch wohl und ciao.